So, und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Karmod auf meinem Kanal. Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe endlich einen Karmod installiert bekommen. Danke an LP05, der so mal so ein Tutorial gemacht hat. Nur mal so nebenbei. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen bei dem. Ist einer meiner Lieblings-YouTuber im Bereich der ganzen Autotechnik, der ganzen Rennspiele und sowas alles. Und der hat auch ein Tutorial darüber gemacht. Also habe ich es direkt ausgenutzt und habe mir jetzt den mal gekrallt. Ist ein Ferrari F430. Und wir schauen uns den heute mal etwas genauer an, vom Detailgrad her, vom Schadensmodell, vom Tuning und ich denke mal, wir geben dann nochmal so ein ganz kleines Fazit hinten ran, denke ich mal, machen wir so. Also, kommen wir mal zur Front vom Ferrari F430. Und mir ist eins aufgefallen, ich habe mir hier rangezoomt gehabt. Die Lampen sehen extrem geil aus. Sie haben ein schönes Modell, aber die Texturen da drinnen, die Glühbirnentexturen sind matschig, leider. Die sind richtig matschig. Das ist einzeln modelliert, so wie es aussieht. Mega geil. Der Ferrari-Schriftzug könnte hoch aufgelöster sein, aber ist gut erkennbar. Ja, gucken wir mal zu den Felgen hin. Oh Gott. Nein, das ist frisch. So. Und zwar. Ey, die sehen so geil aus, ne? Man kann es perfekt lesen, den Schriftzug an den Reifen. Warte mal, wir gehen mal weiter nach rechts. Gucken wir nochmal ran. Das sind Ferrari-Bremsscheiben, Bremsblöcke. Die Bremsscheiben sind auch gut, aber man muss sagen, im Inneren dieses Schwarze ist auf jeden Fall sehr eckig. Also muss man echt sagen. Wenn du mal so siehst, ich habe ja jetzt bei LPN 05 öfters Car-Mods gesehen und im Gegensatz dazu ist das wirklich nicht rund, sondern eckig. Also von den Rädern her und von den Felgen und dem Bremsblock sieht das mega geil aus. Das muss man sagen. Und da ist auch nochmal gut Gitter verbaut. Und das sieht einfach mega geil aus. Ach ja, warte mal, mir fällt gerade mal was auf. Lass uns mal näher rangehen. Sehe ich das von hier aus? Ja. Guckt mal die Außentextur hier an. Das hier innen, das Modeling ist mega geil, aber die Textur hier außen, richtig Schrott. Gucken wir uns mal das Ferrari-Zeichen hier an. So hoch aufgelöst meine ich. Zum Beispiel das Ferrari-Zeichen oder so. Da vorne. Das nenne ich mal hoch aufgelöst. Das sieht mega geil aus. Das sieht wirklich mega geil aus. Gehen wir mal nach hinten weiter. Ab zur Heckklappe. Das ist ja hinten der Motor beim Ferrari F430. Das Carbon sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Könnte zwar noch ein bisschen feiner gehalten sein. Also mehr Textur an sich haben, aber sie sieht auf jeden Fall nach Carbon aus, sagen wir es so. Und ich muss echt sagen, dieses Motormodelling gefällt mir extrem. Junge, ist das geil. Na, man sieht zwar bei den Rundungen zwar ein paar eckige Kanten, aber es sieht mega geil aus. Die Textur da hinten gefällt mir ja nicht, also da ist es mir zu sehr texturig. Das sieht ein bisschen matschig aus. Hier hinten wieder das Gitter, das sieht auch gut aus. Die Schraube passt eigentlich. Soweit gefällt mir der Wagen bisher. Gucken wir uns mal die Heckleuchten an. So wie ich es mir denken kann, sind das eh bloß Texturen, richtig? Ja, hatte ich recht. Hatte ich vollkommen recht. Ja, ein deutsches Kennzeichen, warum auch nicht? Aus Bayern. KX, kann mir mal jemand sagen, wo KX herkommt? Die Rückleuchten sind auch wieder Texturen und da unten ein schöner Diffusor dran. Da ist das Ferrari-Symbol oder ja, Symbol kann man sagen. Sehr hoch aufgelöst wieder und schön gemodelt. Wieder Textur, Ferrari, Schriftzug, alles gut und schön. 430 Scuderia sieht auch super aus und kommen wir jetzt mal zum Innenraum. Franklin, setz dich mal rein da, danke. So, Tür auf, so. Kommen wir zum Innenraum. Hier muss man sagen, das sieht brachial gut aus. Das sieht mega geil aus. Man erkennt einfach die Textur so, dass es wirklich so echtes Leder sein soll. Das erkennt man sehr, sehr gut. Stellen wir uns mal weiter nach links und gucken dahin. Und zwar die Sitze. Die Sitze sehen super geil aus. Muss man so sagen, wie es ist. Gibt es zwar bessere alleine wegen den Kanten, die hier wieder vorhanden sind. Aber ich muss sagen, dafür, dass es der erste Mod ist, legt er schon einiges auf die Beine. Nein, ich wollte wieder Handy zücken. Danke.
Snap Medic und dann wieder ab rein da gucken. Wir müssen mal ein Stück weiter zurückgehen. Nein, da auch nicht hin, ne? Obwohl, passt so. Der Innenraum, da ist alles lesbar. Alles! Wie geil ist denn das? Und die Textur, die sieht so geil aus. Ferrari 1847 oder 1947, oder? Da muss ich ein bisschen näher rangehen. Das kann man aber auf jeden Fall lesen. Ich glaube 18 oder 1947 auf jeden Fall. Bis 2007. Da steht von 20 bis High. Rennen wir mal schnell rum und gucken uns mal die Fahrerseite an. Warte mal. Das sieht aber buggy aus. Das ist ein Bug. Guckt euch mal das Lenkrad unten an. Wie es da aussieht. Sieht aus wie gelb-schwarze Warnstreifen. Aber das ist eher ein Bug. Das Logo in der Mitte vom Lenkrad strahlt mir etwas zu sehr. Das sieht aus, als ob es irgendwie mit Glas überzogen wäre und so. Engine Start und die Knöpfe sind auch, glaube ich, verbuggt. So würde es nicht aussehen. Und die Textur unten vom Gaspedal und Bremse ist mir auch ein bisschen zu matschig, auf jeden Fall. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Hupe, Hupe. Alter, das sieht mega geil aus. Komm, lasst uns mal eine Runde fahren. Falls ihr euch fragt, ich inspiriere mich auch von den Car-Mods von LPN her. Und deswegen probieren wir auch mal hier ein paar Chancen aus. Fahren den mal einfach so zu Brei. Und wir fahren jetzt einfach mal, wenn ich schaffe, hier rüber. Und crashen ins Flugzeug rein, richtig. What the fuck, Alter. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da eine Beule, da ziemliche Eindellung. Ist die Tür offen? Ja, ist okay. Ja, kann man. Perfekt. Die Heckklappe ist auch auf und verbogen und... Ich sehe da gerade was. Da kann man durchgucken hinten durch die Lichter. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Das soll nicht so sein. Da ist noch ein Bug. Hier schön ausgedellt. Oder eingedellt. Nicht ausgedellt. Und wir gucken einfach mal weiter. Fahren wir mal hier lang. So. Fahren wir nochmal die Schanze schön entlang. Und gucken, was sich noch so verschrotten lässt. Okay, ich sollte nicht sterben. Anmachen. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann fahren wir direkt mal hier rüber über die Schanze. Gucken, was da so rauskommt. Steuern den Wagen, bitte. Nein. Bitte. Hallo. Steuern. Hupen. Nein, nach vorne ziehen. Perfekt, ja, jetzt noch langsamer, danke. Aua. Was hat der jetzt für einen Schaden erlitten? Bloß Motorhaube ein bisschen zerdellt, mehr nicht. Passt doch. Da, glaube ich, können wir nicht rüberfahren. Fahren wir mal irgendwie woanders hin. Bloß ist die Frage, wohin? Alles klar, Mann. Ja, nee, ist klar. Wir haben den jetzt außerdem in schwarz. Wir gucken mal, wie der sich so macht. Ich glaube, da hat es auch noch so einige Bugs. So wie es ausgesehen hat. ist ja nicht gerade stecken geblieben oder so. Nein. Ach. Ich glaube, ihr habt da wirklich falsch geguckt oder so. Und? Hui. Nein, nicht explodieren. Oh, Gott sei Dank. Ah, gut, die Heckschütze ist ab, ne? Ja, perfekt. Wo ist sie hin? Wo ist sie zur Hölle hin? Aber man sieht... Schwarzer Kasten. Perfekt. Perfekt ausmodelliert, Mann. Nee, auf jeden Fall. Da könnte man wirklich noch ausmodellieren, dass hinten wirklich sowas ist. Wo ist zur Hölle meine Heckstoßstange hin? Ich bin noch raufgekommen und die ist weg gewesen. Okay, nochmal überschlagen. Schadet auch nicht. Lol, die Motorhaube und... Vorne auch weg. Da ist ein Kasten und da vorne ist... Also die Motorhaube, da ist... Motorhaube, der Kofferraum. Kofferraumklappe, aber die sind irgendwo weg. WTF, Mann. Egal. Wir fixen mal ganz kurz. Falls ihr euch fragt, wie man sowas installiert. Also so ein Native Trainer, so ein Car-Mod, kann ich euch das gerne mal zeigen. So, wie halt geht's? Fix. Perfekt. So. Ja, ich denke mal...
Man hat das Schadensmodell gut sehen können. Ich guck mal, ob ich hier noch eine Schanze finde. Wenn, nutze ich die nochmal schnell. Sonst fahren wir gleich mal. Obwohl, wir können ja kurz mal gucken. Top Speed. Geht noch was? Geht noch was? Nee? Okay, schade. Und lässt er sich gut driften? Yo, Alter, nice. Der fährt sich auf jeden Fall nicht schlecht. Aber an sich für einen Supersportwagen sollte der Wagen sich nicht so krass reinlehnen, wie ihr seht, ne? Der neigt sich ganz schön stark. Also ich glaube, ich kann es jetzt nicht so perfekt einschätzen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das Originalhandling vom Infernus, weil der Infernus hier ersetzt wird. Rumdriften! Aha, Taxi im Weg. Ah, Taxi im Weg. Überall Taxis hier, Alter. Was soll die Scheiße hier, Mann? Und wir gucken nochmal. Wir ballern jetzt gleich nochmal durch die Stadt ein bisschen. Aber wir tunen jetzt kurz mal den Wagen auf. Aber ich mache es nicht in der Werkstatt, weil ich das Geld habe an sich. Aber das Level noch nicht stimmt, weil ich in der Karriere noch nicht so weit bin. Deswegen machen wir es mal mit Vehicles oder Vehicles, wie man das aussprechen will. Und zwar Modifications. Nein, ich will nicht zurückgehen, dahin will ich. So. Spoiler. Könnten wir Stock-Spoiler, hoher Spoiler? Guck mal. Das ist zum Beispiel wieder sowas, das sieht man eigentlich, wie der Infernus aussehen würde. Das heißt, da würde der Spoiler vom Infernus sitzen. Also ist das schon mal falsch. Exhaust. Können wir ja Tuning-Shotgun-Auspuff machen. Oder? Nee, das passt auch nicht. Guck mal, wo der Qualm jetzt rauskommt. Ach man. Engine. Das können wir aber hochballern, weil das interessiert eh keinen. Das sieht man ja auch nicht. Brakes. Können wir auch Race Brakes reinbauen. Transmission. Ren Transmission. Nein, ich wollte es installieren. So. Ihr müsst wissen, ich habe den Mod erst gerade installiert. Also von daher, ich sage mir das verziehen, dass ich hier ein paar Fehler einbaue. Armor braucht man nicht. Window Tint. Tint. Und zwar habe ich schon gesehen, dass hier bei Window Tint es mit eingefärbt wird. Guckt mal. Jetzt alles so ganz rahmschwarz. Alter, das sieht irgendwie krass aus. Wir machen das aber wenn dann very light, weil hinten die sind trotzdem ganz schwarz. Das finde ich mega geil. Und vorne so leicht abgedunkelt und Franklin sieht man noch. Wir machen das mal so. License Plate kann man auch nicht ersetzen, da gibt es bloß das ganz normale KX F430. Egal welches es ich nehme. Kann man die Räder wechseln, ist die Frage. Gucken wir mal. Nein, ich wollte. Oh Mann, ey. Wir Category High End. Kann ich die ganz normale Felgen bitte wieder drauf haben? Bitte. Danke, das geht. Haha. Neonlights brauchen wir für den Wagen nicht. Turbo muss rein. Neonlights müsste gehen. Ja, Bulletproof Tires braucht man nicht unbedingt. Und Custom Tires. Brauchen wir eigentlich nicht, nee. So, jetzt haben wir den Wagen mal aufgetunt. Mal gucken, wie der jetzt abgeht. Würde mich mal so interessieren, weil das ist ja schon ein bisschen Leistung, was wir hier reingesteckt haben. Seid mir nicht böse, weil ich das so tunen muss, aber ich bin im Story-Modus noch nicht so weit, dass ich irgendwie alles tunen muss. Oder kann, überhaupt. Hab eher mich auf GTA Online spezialisiert. Alter, der Wagen zieht ab, Mann. Oh Gott. Aua. Spasti, Alter. Hier, nimm den. Okay, das war eine Waffe. Das war nicht der Mittelfinger, es war fast das gleiche. Aber egal, Mann. So, fahren wir hier nochmal ein kleines Rundchen. Da sehe ich was. Hallo. Hui. Aua, das war eine Ecke. Wir können weiterfahren. Nice, Alter. Komm, fahren wir hier durch, Alter. Wir fahren jetzt hier ganz illegal rum, Alter. Da war die Motorhaube weg. Man hat es gesehen, dass sie aufging. Aber wo ist sie zur Hölle hin? Verbacken die? Die sind weggebackt. Oh, das Nummernschild ist reingebackt in die Textur. Oder die Textur über das Nummernschild rüber. Aua. Ich will da jetzt durch. Aber seht mal. Die Ecke da. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und zwar werden die Models von dem. Von den Lampen nicht mit übernommen, sozusagen, dass sie verbeult werden. Die werden einfach da gelassen.
Wir bleiben einfach an Ort und Stelle und das sollte nämlich nicht so sein. Ich hoffe, ihr euch freut, dass ich hier Kamots demnächst ein paar mehr vorstellen werde. Aber ich muss mich immer beschäftigen damit, weil das ist eine Technik für sich, die zu installieren. Und Add-ons ist eh so eine Sache, da muss ich mich erstmal eh reinfuchsen, weil das habe ich schon versucht. Aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht hinbekommen. Das ist jetzt einfach bloß ein Replay, aber es gibt halt noch bestimmte Add-ons oder so. Wir fahren den jetzt mal nochmal ganz zu Schrott irgendwie und dann werde ich mal ein kleines Fazit dazu ziehen. Wir fahren jetzt, wo fahren wir hin? Auf jeden Fall war das die Heckstoßstange, die wieder weg ist. War klar. Das sieht so scheiße aus mit dem Kasten, ne? Das sieht einfach wieder letzte Dreck aus, ey. Warte mal, wie sehen die Lampen aus? Ja, das ist immer noch so richtig kacke. Weil die Lampen sind zwar an sich Schrott, aber irgendwie nicht. Also irgendwie weiß ich nicht. Aber das war eine Lampe vorne, ne? Alter, wie scheiße das aussieht, man. An sich ist ja der Wagen gar nicht schlecht, aber der hat noch so viele Mankel, die man verbessern könnte. An sich ist er nicht schlecht umgesetzt, aber wenn die Umsetzung so wäre, wie zum Beispiel einige Texturen hier, wie zum Beispiel den Ferrari-Schriftzug oder so hinten drauf, dann wäre es wirklich mega geil, aber anscheinend hat der Modder sich nicht so viel Mühe damit gegeben. Ich sag jetzt, das war so, wie ich es halte. Ich weiß, dass es wirklich viel Arbeit ist, aber wenn man schon mal einen Mod erstellt, dann würde ich es aber auch wirklich wollen, dass der wirklich perfekt der Community angeboten wird. Da steht zwar hinter Beta, aber das ist auch schon, wie ich gesehen habe, seit November oder Oktober oder so, 2015 so. Also es ist immer noch in der Beta. Auch ein Jahr knapp danach. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Und in dem ein Jahr hätte er alles machen können. Also allgemein ist zu sagen, der Wagen ist zwar so von der Optik her ganz hübsch, hat da und da mal seine Wänke, zum Beispiel bei den Lichtern, Texturen und so. Oder, wo waren das noch? Hier hinten die eckigen Achsen. Und ja, also ich sag mal so, wenn du den nicht verbeult, sieht er echt ganz gut aus. Von Weitem kann man ihn sich auf jeden Fall geben. Macht auch eine Laune zum Fahren. Aber sofern du den Crash, das sieht echt nicht genial aus. Wie man sieht hier, die Teile wieder, die hier rausstechen, dann der Kasten hier unter. Dann gibt es noch einiges. Hier der Kasten, dann die Lichter, die hier rumbangen. Und alles sowas, das müsste eigentlich nicht sein. Das könnte man wirklich verbessern. Auf jeden Fall, sage ich jetzt mal schon so, wie es ist, ist das auf jeden Fall eine Hürde, was der hier schon mal hinlegt. Also schon mal ein schöner Anfang. Wir werden aber noch bessere Mods raussuchen. Leute, wie wir den einfach hochheben. Aber mal gucken, ob es auch schlechtere Mods gibt. Kann ja gut sein, kann nicht gut sein. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sofern ihr mehr K-Mods wollt, lasst mal eine positive Bewertung da und wir machen den nächsten Kamout bei 15 Likes. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi. Mir ist da eben nochmal was aufgefallen, wenn man durch Menschen fährt, dann verbacken die Menschen aber richtig. Das sollte, glaube ich, auch nicht so sein. Der Hund nochmal schnell überfahren. Sorry, Hundi. Und wenn man durch Autos fährt, kann es gut auch sein. Ich bin eben richtig rumgebackt. Gucken wir mal. Guckt euch das an. Man kann einfach in die Autos teils reinfahren. Wartet. Tada. Und das sollte auf jeden Fall nicht so sein, wie es ist. Okay, das ist nur nochmal so am Ende des Videos ein Fakt nebenher. Bis dann, tschüss.